Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 15. Juni 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren News-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Es gibt ein paar Neuigkeiten, nicht allzu viele, aber dennoch sehr wichtige und die möchte ich jetzt heute wieder in diesem News-Video mit euch teilen. Und wir beginnen mit Neuigkeit Nummer 1. Seit dem 9. Juni gibt es jetzt den Disney Premier Access Ultimate. Also es gibt ja schon diese Premier Access, wo ihr gesondert Attraktionen kaufen konntet, euch Zugang zu den Attraktionen kaufen konntet, wenn viel los war. Das gab es ja schon seit letztem Jahr. Jetzt gibt es den Ultimate Pass, wo im Prinzip alle Attraktionen, die da drin enthalten sind, ihr einmal fahren dürft für einen Gesamtpreis. Ja, seit dem 9. Juni ist es soweit und 12 Attraktionen habt ihr in diesem Ultimate Pass drin. Und er kostet ab, haltet euch fest, 90 Euro. Und 90 Euro tatsächlich Low Season unter der Woche. Ich habe schon gesehen, am Wochenende kostet er 140 Euro. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. 140 Euro für 12 Attraktionen. Ich zähle euch gleich die Attraktionen auch noch auf. Es sind in beiden Parks. Also ich weiß nicht. Und wir haben am Wochenende wieder gesehen, wie viele Leute eigentlich beim Big Thunder Mountain Premier Access Pass standen. Und es kaufen anscheinend Leute diesen Pass. Und auch, glaube ich, der erste Samstag, wo der Pass dann verfügbar war, habe ich bei Twitter gesehen, war der auch ausgebucht, dieser Ultimate Pass, für 140 Euro. Klar, ich kann verstehen, wenn man nur ein, zwei Tage da ist und natürlich alle Attraktionen schaffen möchte, würde ich es mir vielleicht auch mal überlegen. Aber, ich weiß nicht, 140 Euro für einen Samstag, das ist echt schon, davon kann eine ganze Familie im Disneyland Paris essen gehen. Und das ist nur für eine Person 140 Euro, das muss man auch dazu sagen. Wenn ihr eine Familie seid mit zwei Kindern, dann müsst ihr das nochmal mal vier rechnen. Also da seid ihr fast bei 500 Euro, über 500 Euro dabei, nur damit ihr schnell zu den Attraktionen kommt. Das ist schon echt heftig. Aber es nutzen anscheinend genug Leute und deswegen hatte Disney das eingeführt. Da finde ich die Option in Orlando tatsächlich viel besser mit dem Genie Plus. Da muss man sich zwar immer einbuchen und hat den Stress immer zu suchen, aber da kostet es 15 Euro pro Tag und ja, vielleicht schafft man nicht 12 Attraktionen während des Tages, aber vielleicht nur 6, aber da kostet es halt auch nur 15 Euro. Also, nee. Ich bin total dagegen. Auch ein Verfechter des Premier Access Dings. Habe es auch noch nie gekauft. Weder für die Shows noch für die Attraktionen. Aber egal. Müsst ihr für euch selbst entscheiden. Aber ihr könnt ja gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Jetzt kommen wir zu den Attraktionen. Und zwar Indiana Jones ist dabei. Autopia, Buzz Lightyear. Star Wars Hyperspace Mountain, Star Tours, Peter Pan's Flight, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Crush Coaster, Ratatouille, Tower of Terror und beste Attraktion ever in dem Ding, Cars Road Trip. Also den Cars Road Trip hätten sie vielleicht noch durch irgendwas anderes ersetzen können. Keine Ahnung, Pirates, aber da gibt es ja sowas nicht. Ne? Aber Cars Road Trip, da ist doch nie wirklich eine lange Wartezeit. Egal. Kann man sich drüber streiten. Natürlich ist cool. Crush Coaster ist dabei. Peter Pan's Flight. Big Thunder Mountain. Natürlich viele, wirklich viele große Attraktionen, wo auch lange Warteschlangen sind. Und wahrscheinlich würdet ihr alle Attraktionen, die jetzt hier draufgelistet sind, wahrscheinlich nicht in einem Tag schaffen. Vor allem Crush ist halt immer mega lange Wartezeit. Aber ja, gibt's jetzt seit dem 9. Juni. Die zweite Neuigkeit, die ich für euch habe, geht um die Halloween-Party. Ja, es gibt jetzt Tickets für die Halloween-Party im Oktober. Und zwar wird es zwei Partys geben. Einmal am 29. und am 31. Oktober. Und ich habe noch irgendwo die Preise gesehen, weil die sind tatsächlich unterschiedlich. Eine Sekunde. Genau. Also die Tickets für die 29. Oktober-Party kosten 79 Euro und für die Halloween-Party, also am 31. Oktober, kostet sie 89 Euro. Es gibt Jahreskartenrabatt und was ich da auch sehr skurril finde, ist, glaube ich, an dem 29. gibt es 20% Rabatt für, also normalerweise sind es ja 15, aber für den 29. gibt es 20% Rabatt für Infinity-Jahreskartenhalter und für den 31. Oktober gibt es nur 15% Rabatt, also den Standardrabatt, den es auch sonst gibt. Weiß nicht, ob die Angst haben, dass am 29. nicht voll ist. Keine Ahnung. Ich werde dieses Jahr an keiner der beiden Partys teilnehmen können, denn ich werde in Thailand sein. Mit meinem Freund.
Wir fliegen am 30. Oktober. Also ich könnte theoretisch am 29. noch hin, wenn ich mit dem Düsenjet dann direkt nach Zürich fahre in der Nacht und dann am 30. nach Thailand fliege. Aber das machen wir natürlich nicht. Ja, also dieses Jahr fällt für mich die Halloween-Party eh flach im Disneyland Paris, aber ist nicht so schlimm. Im Oktober ist eh schon so viel geplant. Ich komme ja auch erst am 8. Oktober wieder aus Orlando und dann müssen wir irgendwann noch ins Disneyland und dann ne, noch Eiffelpark, Holiday Park, keine Ahnung, was wir in den ganzen 2 Wochen, die ich da noch habe, alles schaffen werden. Werden wir sehen. Also für mich dieses Jahr keine Halloween-Party. Vom letzten Jahr die Halloween-Party findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ob das was für euch wäre, es ist natürlich immer brechend voll. Unglaublich viele lange Wartezeiten bei den Charakteren. Also, aber man kann kostümiert in den Park. Das stimmt. Also könnt ihr mal reinschauen und sehen, ob das für was für euch ist. Also gibt es jetzt zu kaufen über die Hotline oder auch vor Ort. Wenn ihr vor Ort seid, könnt ihr mit eurer Jahreskarte die Tickets auch direkt an den Kassen kaufen mit Rabatt. Ja, dann gab es ja das letzte Jahreskarten, wie heißt es denn nochmal? Das, was auf YouTube läuft, also die Show für Jahreskartenhalter. Das war wohl die letzte und da wurde es neues Merchandise angekündigt. Einiges haben wir schon gesehen am Wochenende und zwar zum Beispiel den Pride-Charm von Pandora, den haben wir schon gesehen. Dann kommen in den nächsten, das ist auch wieder so eine geile Disney-Betitelung, in den nächsten Wochen kommen Pride-Pins und ein Lanyard. Warum sie nicht so direkt zur Pride gekommen sind, wahrscheinlich Lieferschwierigkeiten, aber auch diese Timeline in den nächsten Wochen. Wann sind es? Sind es 2 Wochen? Sind es 5 Wochen? Sind es 8 Wochen? Wir wissen es nicht. Aber es wird noch Pride-Pins geben, wenn man schneller redet, als man denkt. Pride-Pins geben und auch ein Lanyard. Und ein Pin davon ist auch sozusagen limitiert, glaube ich, auf 700 Stück, wenn ich das sehen kann. Ja, genau, auf 700 Exemplare, der oben rechts, wo Love drauf steht. Was gab es noch an Merchandise? Es wird eine Euro-Disney-Schallplatte geben. Eine Vinylplatte kommt in den nächsten Monaten. 1, 2, 3, 5, 8 Monate. Keine Ahnung. Was sie kosten wird, haben sie auch nicht gesagt. Ob sie limitiert ist, keine Ahnung. Es ist schon eine coole Sache. Da werden alte Songs drauf sein, aber ich habe weder einen Plattenspieler noch irgendjemand aus dem Bekanntenkreis. Also keine Ahnung, ob ich sie mir kaufen würde. Wahrscheinlich nicht, aber für die, die einen Plattenspieler haben, eine richtig coole Sache. Dann wird es auch neues Merchandise zum Avengers Campus geben. Das blende ich euch jetzt mal hier ein. Es wird ein T-Shirt geben. Schon wieder in diesem Grau. Ich mag diese grauen T-Shirts überhaupt nicht. Sieht für mich aus wie Schlafanzug. Dann wird es einen Opening-Pin geben und auch eine Opening-Tasse. Die Tasse sieht schon richtig cool aus, aber bei Avengers Merch bin ich komplett raus, zum Glück für meinen Geldbeutel. Und es wird auch einen neuen Fotopass-Rahmen geben für Avengers Assemble Flight Force, also für die Iron Man-Attraktion, der alte Rock'n'Roller Coaster. Da wurde jetzt gezeigt, wie der Fotopass aussehen wird. Also ihr habt dann Iron Man und Captain Marvel ist es, glaube ich, die dann mit euch durch die Gegend fliegen. Ja, sieht auf jeden Fall schon richtig cool aus. Bin mal gespannt auf mein On-Ride, wie es dann aussieht, wenn ich dann drin sitze. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, und es wurde auch noch Merchandise von der Euro-Disney-Kollektion noch mehr angekündigt. Aber dazu gibt es keine Bilder von Inside Ears. Es soll aber wohl noch eine Jeansjacke geben und so. Aber warum die uns jetzt keine Bilder... Also die haben sie in der Preview gezeigt. Ich kann euch die Preview auch gerne nochmal verlinken. Da könnt ihr ja selbst nochmal nachgucken. Aber haben sie uns nicht von Inside Ears so. Also die Bilder, die ich ja alle zeige, sind immer von Inside Ears. Die dürfen wir auch nutzen. Und warum die uns von der Euro-Disney-Kollektion nicht zur Verfügung gestellt wurden, keine Ahnung. Es gibt noch so ein Fähnchen und so ein Tablett und wie gesagt eine Jacke, eine Jeansjacke und glaube ich noch so eine andere Jacke, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall noch einiges kommen zu der Euro-Disney-Retro-Kollektion. Könnt ihr euch ja gerne nochmal anschauen. Ja, dann gibt es eine neue, News Nummer 4, genau, da sind wir jetzt bei den Jahreskarten. Und zwar gibt es jetzt eine neue Funktion in der auf der Reservierungsseite für Jahreskarten. Also ihr wisst, ihr könnt ja maximal 3 Tage reservieren, das hat sich leider nicht geändert. Aber jetzt gibt es die Option der Warteliste. Ich kann euch jetzt mal hier so ein Screenshot zeigen, wie das aussieht. Ihr könnt Tage reservieren, also ihr könnt euch auf eine Warteliste setzen lassen für Tage, an denen ihr eventuell fahren möchtet. Wir haben das jetzt zum Beispiel gemacht für Juli. Da sind eigentlich alle Tage reserviert, aber die blau unterlegt sind, da könnt ihr euch auf eine Warteliste setzen lassen. Und sobald
der Tag frei wird, werdet ihr automatisch für den Tag registriert. Also ich finde, das ist eine richtig gute, ein richtig gutes Improvement. Ich gucke mal gerade, ob ich noch mehr Infos habe, aber es müsste, also genau, ihr reserviert euch einfach die Tage, ist aber immer noch auf 3 Maximum. Also ihr habt immer noch nur noch das Maximum von 3. Könnt euch auf die Warteliste setzen und sobald was frei wird, werdet ihr automatisch für den Tag registriert. Wie gesagt, finde ich schon mal eine gute Sache, einen Schritt in die richtige Richtung. Ich wäre noch dafür, dass ihr auf 5 hochgehen. Da könnte man noch ein bisschen mehr flexibler sein, weil 3 ist echt ein krasses Limit. Aber immerhin, wir haben es jetzt getestet für Juli. Da kommen wir auch noch mal gleich zu. Hat was mit dem Avengers Campus zu tun. Und wir haben uns die Tage jetzt, wir haben uns jetzt für die Tage auf die Warteliste setzen lassen. In der Hoffnung, dass wir dann auch die Plätze bekommen. Es wird ja immer was frei zwischendurch oder Disney erhöht die Kapazität. Und da wird immer was frei. Und so muss man jetzt nicht immer jeden Tag gucken, oh, ist jetzt was frei, ist nichts frei, auf gut Glück, oh, kriege ich nichts. Und so ist man auf der Warteliste und man kann eh nichts mehr machen, und einfach nur warten und gucken, ob was frei wird. Genau. Das zu den Neuerungen der für Jahreskarten und der Warteliste. So, und kommen wir zur letzten Neuigkeit und eigentlich der Neuigkeit, warum ich dieses Video mache. Und zwar gibt es eine Jahreskartenhalter-Preview für den Avengers Campus. Ein langes Wort. Es wurde ja angekündigt, dass sie es am 15. Juni bekannt geben, was oder wann es für Jahreskartenhalter eine Preview geben wird. Das wurde eben angekündigt und deswegen das Video. Und zwar die Previews finden vom 16. bis zum 19. Juli statt. Am 20. ist ja die offizielle Eröffnung für alle. Und wie gesagt, vom 16. bis 19. für Jahreskartenhalter. Zu den genauen Bedingungen kommen wir gleich. Ja, am 16. Juli, also nur am 16., dürfen nur Infinity-Jahreskartenhalter zum Avengers Campus oder in den Avengers Campus. Und vom 17. bis zum 19. Juli dürfen Magic Plus und Infinity-Jahreskartenhalter. Also alle anderen darunter mit Magic, was gibt es ja noch? Magic, Standard Magic, irgendwas. Also alle Jahreskarten unter der Magic Plus haben keinen gesonderten Zugriff. Aber Magic Plus und Infinity-Jahreskartenhalter vom 17. bis zum 19. Ja, wie kommt ihr an diesen Slot? Müsst ihr dafür irgendwas extra reservieren? Ja, müsst ihr. Am 30. Juni, also fett im Kalender markieren, gibt es den Zugang zu den Reservierungen. Also ich weiß nicht, ob ihr damals schon für das Phantom Manor Event euch registriert habt. Also damals, das war vor 3 Jahren, genau, vor 3 Jahren gab es das zur Eröffnung des Phantom Manor Events, konnte man das ja auch machen mit der Jahreskarte. Da gibt es ein extra Portal, einen Link. Den weiß ich jetzt aber gerade nicht. Der wird wahrscheinlich, also den poste ich dann auf Instagram. Könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dann kriegt ihr den auch dann sofort. Und da mussten, also das war auf derselben Seite, wo man auch das Schwimmbad buchen kann, konnte und auch die VIP-Plätze. Also vielleicht ist es auf der Seite, aber keine Ahnung. Oder auf der anderen Seite, wo man die Tage registriert. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Wie gesagt, da auf Instagram gibt es dann mehr Neuigkeiten. Also 30. Juni, fett im Kalender anstreichen. Es gibt auch noch keine Uhrzeit. Ich muss an dem Tag wirklich, darf ich mir keine Termine von der Arbeit reinstellen und muss immer aufs Handy gucken und warten, dass es online geht, damit ich es auch direkt buchen kann. Denn wir planen, am 16. zur Privy zu gehen. Und da kommen wir zu den Bedingungen. Also es gibt Freundestickets, können nicht mit in den Avengers Campus. Also sagen wir mal, ihr habt eine Reservierung für den 16. Juli bekommen mit eurer Infinity-Karte und habt auch einen Freund dabei mit einem Freundesticket, der darf nicht mit. Das ist schon mal die erste Bedingung. Jeder Jahreskartenpassinhaber darf nur einen Termin buchen. Das heißt, wir versuchen uns einen Termin für den 16. zu buchen, da wir direkt am ersten Tag natürlich da sein wollen und für euch berichten möchten. Wenn es nicht, dann wird es halt der 17. Aber wir versuchen alles am 16. 30. Juni. Genau, deswegen fokussieren wir uns auf den Samstag. Das Verlassen des Avengers Campus ist endgültig. Es gibt keinen erneuten Zugang. Es ist kein erneuter Zugang möglich. Das heißt, ihr geht dann morgens hin, fahrt, keine Ahnung, Flight Force, Webslingers und die heißt ja nicht mehr Webslingers. Weiß gerade den Namen nicht. Und dann geht ihr raus, keine Ahnung, ihr wollt in den Studio 1 essen oder ihr wollt mal kurz Crash Coaster fahren, dann kommt ihr nicht mehr in den Avengers Campus rein. Also einmal rein, raus, kommt ihr nicht mehr rein.
Nur, dass ihr Bescheid wisst. Gäste, die auf eine Begleitperson angewiesen sind, dürfen maximal eine Begleitung mitbringen, die für die kein Zugang reserviert werden muss. Also ihr sagt mal, ihr habt die grüne Karte, ihr habt eine Einschränkung und braucht, seid auf Begleitung angewiesen, dann dürft ihr eine Begleitperson mitnehmen. Ansonsten nicht. Ja, das sind die Bedingungen zum Reservieren von den Jahreskartenplätzen für den Avengers Campus. So, ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden. Wie gesagt, 30. Juni, Zugang reservieren. Ein Tag nur für Infinity und Magic Plus Jahreskartenhalter. Wenn ihr einmal draußen seid, dürft ihr nicht wieder rein und ihr dürft auch keine Freunde mitnehmen, die keine Jahreskarte haben oder keinen Zugang. Genau. Wie gesagt, wir haben uns auf die Warteliste setzen lassen für die Tage am Samstag und Sonntag. Ich weiß auch noch nicht, ob es geregelt ist, wenn man an einen Zugang bekommt am 30. Juni für den Samstag, ob man dann automatisch auch in die Studios rein darf oder ob man zusätzlich eine Reservierung mit der Jahreskarte braucht. Ich habe keine Ahnung, deswegen haben wir uns jetzt auf die Warteliste setzen lassen für Samstag und Sonntag, weil wenn, dann bleiben wir auch am Sonntag. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Das bleibt alles sehr spannend. Also wir werden auf jeden Fall an dem Wochenende da sein. 16., 17., wir versuchen alles, um an die Tickets zu kommen, aber dazu bekommt ihr dann mehr Informationen in den Stories, ob es am 30. Juni auch geklappt hat. Ich bin jetzt schon sehr aufgeregt. Ach so, und man kann ab 30. Juni auch die Restaurants reservieren. Also wir werden auch am 30. Juni versuchen, einen Tisch bei Pym Kitchen zu bekommen, damit wir auch natürlich das Buffet-Essen testen können für euch, um euch das auch zu zeigen. Also viel geplant. Wir werden wahrscheinlich den ganzen Samstag nur im Avengers Campus rumgammeln und jede Ecke auskundschaften. So groß ist er ja auch gar nicht. Wir werden sehen. Ja, das waren alle Neuigkeiten, die ich für euch jetzt hatte. Ich bin sehr gespannt. Seid ihr auch da am 16.17. eventuell? Vielleicht sehen wir uns ja auf dem Avengers Campus, weil da laufen wir uns wahrscheinlich über den Weg, weil so groß, wie gesagt, ist es nicht. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Ja, das waren die Neuigkeiten hier vom 15. Juni. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!